So, ihr habt euch also entschlossen, Gothic zu zocken. Okay, aber es gibt einige Sachen, die man beachten muss, wie die Steuerung genau funktioniert, wie man questet, wie man levelt, wie man Erfahrungspunkte hineinsteckt. Und dafür sind meine Tipps da. Ich werde euch Schritt für Schritt für den Anfang heranführen, damit ihr euch auch zurechtfindet. Die STRG-Taste ist euer bester Freund. Sei es, wenn ihr Leitern raufgeht, wenn ihr Truhen öffnet oder mit NPCs redet. Steuerung W ermöglicht das alles. Um Handel zu treiben zum Beispiel, müsst ihr Steuerung A drücken oder Steuerung D. Also jedes Mal mit der Steuerungstaste. Um das Schwert zu schwingen, Steuerung D, Steuerung A, Steuerung W. Also immer schön die Steuerungstaste drücken. Wenn ihr auf mehrere Gegner auf einmal trefft, lockt ein Gegner immer nach dem anderen her und bekämpft ihn. Am Anfang sind die Scavenger die beste Wahl zu bekämpfen. Die Blutfliegen sind noch etwas zu stark, da würde ich ein bisschen leveln und vom Varan würde ich erstmal die Pfoten lassen. Und wenn der NPC zu euch sagen sollte, ja, da beginnt das Orklager, geht nicht rein oder geht nicht zu tief in den Wald, dann hört lieber auf den NPC am Anfang. Bald Pavels und Mordrak sind beide NPCs, die ihr im alten Lager trefft. Die beiden bringen euch einmal ins Sumpflager und einmal ins neue Lager. Und durch die könnt ihr super leveln. Die erledigen die Gegner für euch und ihr lehnt euch einfach zurück und genießt die Show. Mit einigen NPCs könnt ihr auch handeln. Das Handelfenster ist folgt aufgebaut. Links ist das vom NPC, rechts ist euers und in der Mitte ist das Handelfenster, was ihr halt hergeben wollt und was ihr bekommen könnt. Ihr bewegt euch durch das Handelsfenster mit A und D, durch euer Inventar und durch das vom NPC. Wollt ihr jetzt was zum Handeln hertun, dann drückt ihr die Steuerungstaste und A. Und beim NPC sein Inventar ist es Steuerungstaste und D. Und je nachdem, man sieht ja den Wert, drückt man dann auf Eingabe, also auf Enter zu bestätigen. Ist das für ein Erz ist die Gefallen Währung von von mir, Gothic. Arabis? Ich Am will nur Anfang wissen, tut was man ich sich da ein verdiene. bisschen schwer, an Erz zu kommen. Es gibt aber verschiedene Reden Sie mir Möglichkeiten. nicht davon, Doppelte dass Waffen an ich Händler zu meine Einstellung verkaufen, ändern muss. Schutz zu verkaufen wie Hör doch Becher, auf. Teller Du und weiß was ich. holst die Waffe für mich ab. Oder Aber Questlines, sag zum mir nicht Beispiel die von vom dir, ja? Whistler. Da gibt er euch Geld, damit ihr ein Schwert für ihn kaufen könnt. Und ihr Warum könnt will er das mir die Erz Waffe dann zum nicht mehr Beispiel auch verkaufen? behalten von Wir ihm. hatten nur eine kleine Aber dann ist Meinungsdifferenz. er ein bisschen feindlich auf euch. Und Und ich das sag jetzt ist nicht alles, wie, was weil ich ich nichts will. spoilern will. Also es bleibt euch überlassen. Noch eine gute Möglichkeit, an Erz zu kommen, ist zum Beispiel das Talent von den Jägern mit den Zähne Okay, abnehmen und mit dem so will ich nun Fellabnehmen das von Tieren. Erzkommen. Ich hol Wenn ihr das dann Ding. zur Mine Hier geht, dann hast du bekommt sie. ihr auf jeden Fall das Komm Erz, direkt was zu ihr mir dann noch zurück. braucht. Bei Gothic gibt es verschiedene Lehrer, Trainierst du die euch auch verschiedene Kämpfer? Sachen beibringen. Schon, Zum aber es Beispiel ist der zu eine steigert die spaß. Stärke, Wenn der ich eine nicht steigert trainieren das sollte, Geschick, musst du dafür wiederum zahlen. der andere, der bringt euch das Talent Schleichen Ich würde es bei ja mit Einhandwaffen oder probieren können. Schlösser knacken Zu entscheiden. oder Einhand. Um Zu deine dem werde ich Technik jetzt zu gleich verbessern, kommen, darum musst du habe ich die erst zwei einmal Punkte lernen, auch deine Waffe zusammengenommen. richtig zu halten. Und Anfänger wenn ihr neigen wissen dazu, wollt, wie viel Einhandwaffen Talentpunkte mit ihr beiden habt, dann Waffen könnt ihr einfach mit die sowas B-Taste fängst du am drücken. besten gar Das nicht an. öffnet einen Behindert. kleinen Bildschirm, wo Halt ihr die die Waffe Talentpunkte mit von einer euch Hand, seht, schwing welches sie nach Level oben ihr und dann zurzeit immer habt schön und was ihr schwingend noch braucht, um aufs einen neuen Level Level in den aufstieg. Schwung deiner Waffe mit deiner Hier zeige ich euch jetzt ein Beispiel, wie ich gegen mehrere Molerats mit Leichtigkeit kämpfe. Jeder kennt es, NPCs, die euch wegen ihrer Art auf die Nerven gehen. Jeder hatte schon mal so einen. Matt ist so einer. Er verfolgt euch auf Schritt und Tritt, labert euch voll, unterstützt euch nicht im Kampf. Also begleitet ihn ruhig raus aus dem Lager, dass ihr ein bisschen weg seid vor allen anderen. Dann nehmt ihr eine Waffe raus, entweder ein Schwert oder eine Stachelkeule, drückt Steuerung W und es ist erledigt. Fertig. Und dann könnt ihr ihn auch gleich noch ausrauben. Bei Gothic gibt es kein Autosave, das heißt, ihr müsst regelmäßig speichern. Einmal auf die Hier ist Escape-Taste eher und auf nach Spiel Weite speichern. gucken. Das ist Oh sinnvoll, weil es noch Mann, ein paar bist Bugs du gibt. Zum Beispiel, scheiße. ein Bug ist mir noch aufgefallen mit Mordwak, wenn ihr mit ihnen mitgehen wollt ins neue Lager und dann irgendwo anders hingeht, da ist der NPC weg, der ist dann wahrscheinlich schon unterwegs. Das heißt, dann könnt ihr das Spiel auch wieder neu laden zu dem Zeitpunkt, wo er noch da war. Also immer brav speichern und laden. Es gibt natürlich noch mehr Tipps in Gothic, aber das soll es erstmal gewesen sein. Die reichen eigentlich für den Einstieg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht bis demnächst. Ciao.